Herzlich willkommen bei Sleven Streamt Sport. Wir spielen Tour de France 2023. Die 7. Etappe haben wir gestern hinter uns gebracht. Das war jetzt im Kampf um das Bergtrikot natürlich keine besonders wichtige Etappe. Aber heute geht's wieder weiter mit Simon Geschke auf der 8. Etappe. Wir schauen rein. Hi guys, let's start the briefing for this day. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. This stage is of no interest to us. Keep cozy inside the peloton. Have a good stage. Ja, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mit Geschke hier in die Gruppe gehen soll. Denn das wären letztendlich 4 Punkte. Relativ bequem. Morgen gibt es 2, 4, 6 und dann eine Ohr-Kategorie, wo ich eh nicht punkten werde. Das heißt, ich könnte morgen in die Gruppe gehen und 6 Punkte holen und heute in die Gruppe gehen und 4 Punkte holen. Dann hätte ich immerhin 10 Punkte geholt nochmal vorm Ruhetag. Und Ciccone wird wahrscheinlich, wenn er nicht in die Gruppe geht, keinen Punkt holen. Weil beim Puy de Dôme glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er Punkte holen wird. Also hoffe ich zumindest, dass er da nicht punktet. Und dann haben wir Ruhetag. Also ich glaube, dass ich heute in die Gruppe gehe mit Geschke, auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergibt, aber ich werde es machen müssen. Ich werde ansonsten gegen Ciccone echt Mühe haben, Punkte zu holen und die Bergwertung zu gewinnen. Deswegen muss ich ja eigentlich jede Chance nutzen. Und dazu gehört auch die, die es hier gibt. Die Sprinter-Teams werden uns natürlich nicht durchkommen lassen, aber ich glaube, die Bergwertungen könnten wir eventuell holen. Hello and welcome to all. Und das sollten wir auf jeden Fall anstreben. It's the sprinters who are the bookies' favorite. However, they'll have to watch out for a lumpy closing section and a finish that's on the rise. The most daring will no doubt try to put the well-oiled mechanisms of the sprint. So, wir fahren direkt weg mit Simon Geschke. Und ich möchte gerne auch noch jemanden mit dabei haben. Lass es uns mit Thomas noch mal versuchen. Das hat auf der Etappe vorher nicht so gut funktioniert. Da war er einfach zu weit hinten positioniert. Wir haben auf jeden Fall von Avermaet mit dabei. Das wäre ein ganz hervorragender Begleiter für uns. Da fahren wir jetzt direkt mal mit. Und gucken mal, ob hinten noch jemand kommt. Zu zweit wäre natürlich bitter. Warenskold will noch. Das ist natürlich ein Top-Zeitfahrer. Bodnar auch ein Top-Zeitfahrer. Und von Avermaet, das wären unglaublich gute Begleiter für uns für so eine Etappe. Jetzt gucken wir mal. Von Avermaet fährt da relativ gemütlich. Wir stellen da jetzt mal die Automatik ein, mit Gegner kooperieren. Und die Frage ist immer noch, wo ist Thomas? Der ist immer noch nicht beim Angreifen. Lass uns mal Perez auch nach vorne schicken. Vielleicht ist der weiter vorne positioniert. Sind beides natürlich typische Ausreißer. So, jetzt gibt es wieder Attacken. Wir sind wieder im Hauptfeld. Ne, wir sind nicht im Hauptfeld. Doch, wir sind wieder im Hauptfeld tatsächlich. Und jetzt hat Thomas attackiert. Das heißt, wir gehen natürlich jetzt auch wieder in die Offensive. Sonst geht hier der Zug ohne uns. Da vorne müssen wir hinkommen. Das sehe ich schon, Thomas. So, jetzt gucken wir mal nochmal, was wir jetzt für eine Situation haben. Perez ist noch weiter vorne. Jetzt sind alle drei vorne. Das wäre natürlich geil. Also auf jeden Fall mit Gegnern kooperieren. Perez vorne auch. Der ist ja da vorne, den sehen wir ja. Da schließen wir gleich auf. Ich hoffe jetzt, dass das Feld uns fahren lässt. Da hinten sehen wir das Hauptfeld. Lassen die uns fahren? Nee, die lassen uns nicht fahren. Energie habe ich jetzt noch. Ja, es geht eigentlich. Ich kann da jetzt direkt nochmal mit attackieren mit den Kollegen hier. Mit Arndt. Da vorne sehen wir unseren Teamkollegen. Ich hoffe, dass er mitfährt. Perez. Oh ja, der hat schon noch ein bisschen Energie. Der soll jetzt hier auf jeden Fall mitfahren. So, nächster Versuch. Mit Gegnern kooperieren. Wo ist das Feld? Da hinten. Ich hoffe, die lassen uns jetzt. Da gibt es jetzt wieder Attacken. Ja, die lassen uns wieder nicht wegfahren. Muss ich wieder mit attackieren. Dass ich da vorne mitkomme. Ich glaube, dass Perez gleich eingeholt wird. Dass wenigstens wir jetzt hier vorne mitkommen. Komm schon, Jungs. Wir müssen jetzt hier eine Gruppe bilden. Sonst wird es schwierig für uns mit der Bergwertung. Ich brauche die Punkte. Ich brauche die kleinen Berge, weil ich bei den großen gegen Ciccone chancenlos bin. Die lassen uns nicht weg, oder was? Das gibt's doch nicht.
Natürlich ist ein harter Kampf hier um die Gruppe. Die lassen uns nicht wegfahren. Das gibt's doch nicht. Jetzt gehen die wieder. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht werden sie irgendwann die Leine locker lassen hinten. Kommt schon, Jungs. Wir müssen auf jeden Fall mal zu Simmons nach vorne kommen. Bin jetzt ziemlich kaputt mit Geschke. Aber wenn wir dann in der Gruppe sind, dann war es das wert. Ah, das Feld hat echt Schwierigkeiten, uns gehen zu lassen, tatsächlich. Sind wir da in der Gesamtwertung zu gut? Wäre natürlich bitter. Wäre auch ein bisschen unrealistisch, denn Geschke ist da wirklich keine Gefahr. Und selbst wenn er jetzt hier ausreißt, kannst du ihn ja locker noch zurückholen. Und er ermüdet ja dadurch auch für die nächsten Etappen. Also ich sehe da eigentlich keinen Grund, hinterher zu fahren. Aber sie tun es scheinbar. Ich lasse noch nicht locker, wie ihr seht. Ich möchte das noch nicht wahrhaben, aber die lassen uns nicht fahren. Quickstep lässt uns nicht wegfahren. Schade. Auch Arndt und Peter kommen natürlich dadurch nicht weg. Da ist das Feld. Jetzt gehen sie wieder. Ich fahre jetzt wieder mit den beiden mit. Das ist jetzt ziemlich geil hier, wie der Kampf um diese Gruppe hier entbrannt. Vorne sehen wir Simmons, der ist jetzt auch am Einbrechen. Jetzt fährt Lotto uns hinterher. Ja, das sind die Teams der Sprinter. Für natürlich Jakobsen und für Ewan, aber dass die uns gar nicht weglassen, finde ich schon krass. Okay, ich würde sagen, wir geben das jetzt mit Geschke auf, aber dann schicken wir halt wen anders in die Gruppe. Eben Thomas zum Beispiel. Lass uns das jetzt mal versuchen. Der geht jetzt. Das ist der da vorne, sehr gut. Thomas versucht jetzt natürlich das Leistungsniveau zu halten und sich vorne in der Gruppe zu etablieren, mit Gegnern kooperieren. Ja, und das scheint jetzt zu klappen. Die lassen sie jetzt wegfahren. Tja, Geschke wollen sie nicht weglassen. Okay. Das ist natürlich schwierig dann für uns. Da müssen wir uns jetzt, glaube ich, entscheiden, ob wir heute in der Gesamtwertung da einen Zeitabstand, Zeit einbüßen wollen. Dass wir vielleicht in der Gruppe am Tag danach, dass wir wenigstens morgen in die Gruppe gehen können. Weil ansonsten wird es schwierig. Wenn wir nicht mehr in Gruppen gehen können, dann haben wir natürlich keine Chance im Kampf ums Bergtrikot. Ich denke, das werden wir machen, dass wir irgendwann hier auf die letzten 20 Kilometer mit Geschke uns einen Rückstand einhandeln. Das heißt aber, dass natürlich dann die Top 20 in der Gesamtwertung dann im Normalfall nicht mehr machbar sind. Wenn wir jetzt wirklich uns entscheiden, bewusst Zeit einzubüßen, um dann in die Gruppen gehen zu können. Aber das macht Sinn, ganz ehrlich, ob wir jetzt Gesamt 14. werden mit ihm oder Gesamt 35. ist am Ende wurscht. Wenn er das Bergtrikot gewinnt und vielleicht sogar eine Etappe, dann war es das auf jeden Fall wert. So, Thomas ist vorne, das ist ganz gut. Die Gruppe hat 5 Minuten, wird nicht durchkommen, aber immerhin haben wir uns wieder gezeigt in der Offensive. Lead group is coming to the feed zone. The breakaway is losing ground. 4 Minuten noch, aber es sind nur 90 Kilometer, also da wird nichts passieren. Da wird das einen ganz klaren Massensprint geben. Zwischensprint interessiert uns nicht, da ist Thomas, glaube ich, gerade Dritter geworden. Jetzt kommt die Bergwertung, die interessiert uns auch nicht. Moment mal, wer ist da vorne in der Gruppe mit dabei? Garner, Cosnefroid, Thomas, das ist uns tatsächlich wurscht. Wobei wir mit Thomas natürlich sicherheitshalber doch mal kurz eine Attacke setzen können, dass wir uns die Punkte holen. Ja, nee, haben wir nicht mal geschafft. Haben wir nicht mal geschafft, da waren Simmons und Cosnefroid besser. Schade. Aber ist unterm Strich egal. Wäre jetzt mehr Spielerei gewesen. So, wer könnte von uns hier die Etappe gewinnen? Ich würde sagen, eigentlich an einem guten Tag könnte ein Consonni hier gewinnen, an einem guten Tag könnte ein Kukar hier gewinnen. Weil dieses Hügelige da am Schluss sind ja nicht nur die zwei
Hügel der vierten Kategorie, sondern auch dazwischen sehen wir ja ein ständiges Auf und Ab. Das ist eigentlich was, was einem Kokar und einem Consonni durchaus liegen würde, im Vergleich zu den reinen Sprintern. Simmons holt jetzt hier ordentlich Bergpunkte, könnte auf 4 an der Zahl insgesamt kommen. Und Thomas ist jetzt wieder im Feld, genau. Der wird auch gleich durchgereicht, ich denke, da wird es nichts zu holen geben. So, und ich sage jetzt Geschke mal, folge ohne zu ermüden. So, und jetzt lässt er sich abhängen. Ja, das ist das Ziel. Geschke lässt sich abhängen, sehr gut. Und der fährt jetzt hier mit Einsatz. Was gibt's noch? Nichts mehr. Tempo 50 soll er jetzt hier fahren. Der soll jetzt hier schön Zeit einbüßen, damit er auf der nächsten Etappe hoffentlich dann in die Gruppe gehen kann. Das ist das große Ziel. So. Und was machen wir jetzt? Wir könnten mal nach vorne schauen. Was haben wir da jetzt für eine Lage? Martin. Lass uns Isagire jetzt steuern. Einfach damit wir noch ein bisschen Fun haben hier. Wir könnten vielleicht mit ihm hier mal eine Attacke. Es sind nur noch 4 Kilometer. Ach krass. Ja, und Kokar ist schon wieder kaputt. Consonni auch. Das ist echt krass. Zinglu kann aber noch. Lass uns Zinglu steuern. Vielleicht können wir mit dem was reißen hier. Der kann doch auch einigermaßen gut sprinten. Lass uns mit dem jetzt mal versuchen, hier schön den Sprint zu fahren. Die reinen Sprinter sind teilweise vielleicht sogar schon weg. Wobei ich da schon sehe, dass da noch einige am Start sind. Ach, wir waren ein bisschen zu spät dran. Noch 3 Kilometer, das ist natürlich nicht mehr viel. Aber durch die Kurve hier kommen wir vielleicht nochmal nach vorne. Ein bisschen wenigstens. Ja, dürfte schwierig werden natürlich. 2 Kilometer noch. Wir haben aber Van Aert hier direkt vor uns. Also ein gutes Hinterrad hätten wir. Aber so richtig nach vorne komme ich nicht mehr. Jetzt fange ich mal an ein bisschen zu sprinten, dass ich nach vorne komme. So, jetzt bin ich ganz weit vorne. So, jetzt gebe ich auch mal Gas. Mal gucken, was passiert. Oh, da kommt noch eine Kurve, das ist ja krass. Okay, Alter, ich kämpfe hier um den Tagessieg mit, ich sag's euch. Da ist Alaphilippe, ich breche leider ein. Och, ist das bitter. Okay. Aber die Sprints machen richtig Spaß. Wer gewinnt das Van Aert? Oh, da ist noch Pogacar an uns vorbeigezogen. Ey, die Sprints machen richtig Bock. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, das könnte mal ein geiles Let's Play werden, einfach mit einem Sprinter. Das macht auf jeden Fall Spaß. So, ich hoffe, Geschke hat ein bisschen Zeit verloren. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Hier sehen wir es nochmal. Also wir waren zu früh dran. Klar, wir hatten dann auch keinen Windschatten mehr. Aber das müssen wir auch erstmal lernen. Ich bin ja jetzt noch nie einen Sprint gefahren. Ich habe mich einfach darauf konzentriert, die Bergwertungen zu gewinnen. So, wir bleiben natürlich erst in der Bergwertung. Da hat sich jetzt, glaube ich, bei keiner einzigen Wertung irgendwas geändert. Am Ende 13. geworden, ja. Van Aert gewinnt das Ding. Pogacar wird 9. tatsächlich, hat da nochmal schön mit reingehalten. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wo ist Geschke? Ich hoffe, dass der Zeit verloren hat. Da haben wir Martin, der ist natürlich zeitgleich. Die sind alle zeitgleich. Hier ist Consonni, Perez. Thomas verliert 2,27. Wir müssen eigentlich noch weiter hinten kommen. Hier, 173. Wir haben 6 Minuten verloren. Das ist genau das, was ich wollte. Auch wenn es blöd klingt. Aber in der Gesamtwertung haben wir jetzt einen schönen Rückstand. Mit Platz 18, 20 Minuten Rückstand. Also ganz ehrlich, wir sind jetzt 12 Minuten hinterm 10. Eigentlich müssten die uns doch jetzt dann am nächsten Tag fahren lassen. Also morgen, 9. Etappe. Seid wieder mit dabei hier auf Slalom Stream Sport.